unterstützt du deinerseits? Ich unterstütze alle Leute, die Hilfe brauchen, besonders die Frauen, die allein sind. Mhm. Und aus meiner Erfahrung, meiner Arbeit, auch viele brauchen diese Hilfe, wegen auch Sprache, weil meistens die Frauen, die da sind und allein, auch leider haben keine, sie konnten nicht gut Deutsch lernen. Deswegen gerne, ich unterstütze die Frauen. Unterstütze dich, wenn du Probleme hast. Oh, das ist meine Mutter, ja. Sie ist hier in der Münster auch. Mhm. Mein Vater, ja, er ist sehr gut Psychologe. Ja, ja, sehr gut. Und das und meine Bruder, ja. Er hat viele Ratschläge. Ja, für mich, ja. Wer unterstützt Sie? Mich? Wer unterstützt mich? Zuerst mein Mann. Er unterstützt mich und sagt immer, dass ich kann alles schaffen. Und wenn ich vielleicht hier heute an diese Veranstaltung teilnehme, dann er ist zu Hause mit meiner Tochter. Und das ist eine große Hilfe für eine Frau, welche Kinder hat und welche will sich weiterzuentwickeln und soll nicht nur zu Hause bleiben und ja, die Wohnung aufräumen und alles zu machen, was in einem Haus eine Frau soll machen. Ja. Und fühlen Sie sich sicher hier in Neumünster? Letzte Zeit nicht. Was? Nein, nicht? Nein, weil ich, wenn ich gehe raus, ich habe Angst. Ich arbeite in Neumünster TV, ich sehe, was passiert in Neumünster. Deswegen, letzte Zeit, ich fühle mich nicht sicher und meine Kinder auch nicht. Ich habe einen 18-jährigen Sohn und er geht raus. Und was passiert? Ich habe immer Angst. Ich fühle mich nicht sicher in letzter Zeit. Nein. Okay. Was gibt dir dieses Gefühl, sich sicher zu fühlen? Arbeit. Arbeit, ja. Ja, es ist sehr wichtig. Ich brauche keine Sprache. Das ist sehr wichtig für mich, weil ohne Sprache könnte ich mich überhaupt nicht sicher fühlen. Mhm. Und das ist die Schlüssel für dieses Land. Ich würde gerne alle Frauen weiterempfehlen, dass es immer diese Sprache zu lernen, beherrschen, weil ohne Sprache ist es schwierig. Du bleibst abhängig von jemand. Ich möchte überhaupt nicht abhängig von jemand bleiben, auch wenn es das der Mann ist, es mein Mann ist. Ich möchte nicht. Ich möchte immer alleine zum Arzt gehen und ich erzähle, was ich habe. Ich möchte nicht zu jemand sagen, sag doch. Nein. Sprache, Arbeit, Gesundheit, Geld, auch schön. Was wünschst du dir für die Sicherheit in Neumünster? Erstmal die Staatsbürgerschaft, weil okay. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich die Anforderungen dafür schon habe. Ja, ich habe versucht, mich zu integrieren, die Sprache zu lernen, auch zu arbeiten. Also ich finde, es gibt hier gar keine andere Gründe, warum ich die Staatsbürgerschaft nicht bekommen kann. Also das wäre ja das, damit ich in die Zukunft auch selber meinen Job oder Berufe selber aussuchen kann.